Also bei Marktwirtschaft kann man zum Beispiel sehen, also wenn ich jetzt mal ganz platt sage, dass die Marktwirtschaft zu einem besseren Auto führt. Kann man ja wunderbar DDR, BRD vergleichen. Planwirtschaft, Marktwirtschaft. Hat funktioniert. In der Medizin ist das schon nicht mehr so klar, ob die DDR wirklich die schlechtere Medizin hatte. Weil eben in der Marktwirtschaft, ich habe schon gesagt, das Problem ist, dass der Kunde, der als Kontrolle dient, ob ein Produkt gut war, der sich dann beschwert, wenn es nicht gut war, eigentlich ausfällt in der Medizin. Der Kunde kann es nicht beurteilen. Aber ich bin überzeugt davon, der Patient muss verstehen, in der heutigen Zeit ist er in der Medizin Kunde. Ja, wenn Sie zum Arzt gehen, müssen Sie wissen, ich bin Kunde. Auch wenn der Arzt noch so freundlich ist und noch so empathisch wirkt. Er geht aber auch auf bezahlte Fortbildungen und, und. Sondern ich muss als Kunde erstmal lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Liebe Community, leider können wir dieses Video auf diesem Kanal nicht zeigen, denn hier wird zensiert. Ich bitte euch, unten in der Infobox findet ihr den Link. Dort könnt ihr kostenfrei das Video sehen. Bitte abonniert auch unseren Newsletter, denn damit können wir direkt in Verbindung bleiben. Ich habe auch noch eine weitere Bitte, denn in den letzten Monaten habt ihr eine harte Zeit erlebt und wir halt auch, denn unser Kanal steht langsam auf der Kippe. Denn eure Spenden helfen, diesen Kanal möglich zu machen und die sind natürlich durch die dramatische Situation wesentlich weniger geworden. Viele wichtige Videos, wie zum Beispiel ein Professor Bhakti Spezial oder auch ein Michael Hüter Spezial, liegen ungeschnitten herum und ja, wir können diese Werke nicht zeigen. Genauso sind wir auch darauf angewiesen, jetzt ins Crowdfunding zu gehen für den Film Können 100 Ärzte lügen. Ich bitte euch, uns weiterhin zu unterstützen, denn damit unterstützt ihr freien und alternativen Journalismus. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, euer Kai Stuth.